sich von ganz hinten rechts im Schädel, so als wäre sie nie wirklich weg gewesen. Schießt sie empor, deine erste Erinnerung, dein erster bewusster Moment im Leben. Und du stehst wie ein Rehkitz auf wackeligen Beinen mit 2,5 Jahren, nackt unterm Wein. Versteckst dich im Schrank, denn du kannst es nicht leiden zu baden und zitterst vor Wasser und Seife. Und sie ruft dich und sucht dich, und als deine Mutter dich sieht, ist sie ziemlich genervt. Sie gibt dir einen Klatsch, packt dich am Arm und dann steigst du dich kurzerhand hinter sich her. Deine Schwester schreit, deine Eltern bleiben vielleicht für euch beide bloß doch noch zusammen. Den Sommer, dann geht's in die Dachgeschosswohnung, beim Umzug bricht sich dein Onkel die Hand. Du vermisst die bordeaux-roten Wohnzimmerwände der Wohnung davor. Dein cooler Onkel spielt hier mit nur einer Hand ein paar Melodien auf dem Xylophon vor. Was bist du jetzt, vielleicht um die 6? Wie riesig der Schulhof der Grundschule ist, wie viele neue Gesichter man trifft, wie schnell man die alten Gesichter vergisst. Erzählt es sich, erleben es sich, man braucht 2 Augen zur tiefen Wahrnehmung. Es ziehen sich Linien durch deine Erzählung. Jetzt siehst du, was war, als der, der du bist. Du erinnerst dich gerade, wie verliebt du mal warst, kurz nachdem du in die dritte kamst. Für jeden Mittwochabend für so 2-3 Stunden eine Lara zum Babysitten da. Und sie war zwar sympathisch, doch das war's nicht. Längst verschüttetes, unterbewusstes, latent vorhandenes. Guck, dass es Luft kriegt, du riechst eine Brise ihres Duftes. Eines Tages in der Fußgängerzone habt ihr sie getroffen in Bluse und Rock, bei einem Spaziergang mit deiner Familie. Sie grüßt und strich dir ganz kurz über den Kopf. Und du traust dich kaum hochzuschauen, sie schien ungewohnt, geschminkt wie sie war. Doppelgesichtig, jetzt wird dir dein Fable für dunkelroten Lippenstift klar. Du ahnst, dass hinter der braven Fassade noch irgendetwas ganz anderes lag. Du warst so traurig, als sie nicht mehr kam an den Mittwochabenden mangels Bedarf. Schon bist du bei Marc etwas kleiner als du, wie er nicht aufhören kann, scheiße zu reden. Du bockst ihn, er weint, und dann ist dir peinlich, das alles zu tun, als sei es eine Leistung gewesen. Vater sagt, du musst was leisten im Leben, redet mit dir, aber spricht zu sich selbst, wird den Job verlieren bis zum Ende des Monats. Er und deine Ma streiten deswegen, sie wird hysterisch, doch schweigend ist Leere. Rauch macht deiner kleinen Schwester Angst, die kommt zu dir immer dann, wenn es laut wird. Du hältst ihr die Ohren so fest, wie du kannst. Beschissene Zeiten, gute Zeiten, nach kurzer Zeit ist der Spuk vorbei, denn dein Vater findet neue Arbeit. Plötzlich geht's deinen Eltern zu gut, um zu streiten. Ihr unternehmt viel an den Wochenenden, geht ins Kino, schwimmen, einmal sogar campen. Montags bis Freitags siehst du deinen Vater kaum noch, er hat für den Job zu kämpfen. In der Schule läuft's gut, nicht glänzend, doch es wird reichen, um auf das Gymnasium zu kommen. Eines Tages wirst du als Erster in der Familie studieren können, sagen sie schon. So weit gehen deine Gedanken nicht, dich interessiert, wer sonst in deiner Klasse ist. 2 von 25 kennst du von früher, du gibst dir Mühe, dass du Anschluss kriegst. Damals ging's schnell, heute geht's noch schneller, die Tage vergehen, jeder zieht kurz vorbei. Das tägliche Aufstehen, der tägliche Schulweg, jedes Abendessen mit der Familie daheim, jede Klassenarbeit, jedes Fußballspiel und Nintendo-Spiel mit den Jungs auf der Couch. Deine erste Kippe, dein erstes Mal auf Lunge, wie du vor das Schultor gekotzt hast vom Rauch. Dein erstes Mal Ente, wie können deine Eltern Chinesisch nicht mögen, du kriegst nicht genug vom Glutamat und von der Referendarin, die blond war und dunklen Lippenstift trug. Du bunkerst die Tempos, kaufst sie dir selbst bloß, dass keiner merkt, wie du sie verschleißt. Guckst der Referendarin verstohlen auf den Arsch und willst du erfahren, was der Gutes verheißt. Sturmfrei daheim, Leonie auf dir, reibt sich an dir, zieht ihr Hemd über den Kopf. Sie selbst den BH aus hinterm Rücken, befreien ihre Hände, die Brüste vom glänzenden Stoff. Du küsst sie noch einmal und spielst ihre Höfe, spielst ihr am Gürtel, sie beißt dich zurück. Und am nächsten Morgen hast du Schmerzen im Skrotum, vom Steifsein und vom verweigerten Glück. Doch nicht mehr lang, bis du weißt, wie es ist, denkst du, irgendein Freitag, du kiffst und trinkst zu viel und du verspielst deine Chance. Allzu leicht fertig, verzeihst es dir nicht. Mit dem Alk wirst du nie wieder warm, du rauchst lieber Gras mit den Jungs ab und an. Dein alter Herr rastet aus, als es rauskriegt, doch es gibt nichts, was er machen kann. Dein Onkel bringt dir bei, Bass zu spielen, mit Freunden beziehst du einen Proberaum. Doch ihr schafft nicht viel, außer kleineren Sessions. Du liebst es einfach drauf loszuhauen, meistens hängt ihr nur rum als Band unter Jungs und kifft. Doch am Wochenende geht mehr, 10, 15 Leute versammelt im Nebel. Hier hast du Natalie kennengelernt, sie wird für 3 Jahre ständig bei dir sein. Irgendwann wird es dir zu viel sein, doch in diesem Augenblick liebst du sie und du liebst das Gefühl des Verliebtseins. Die meisten Lehrer sind Wichser, 4-mal die Woche hält ihr Vater vor, wie scheiß teuer es ist, 2-mal die Woche nach Hilfe zu nehmen, damit du die 10. dann doch noch in Christen. Dann Oberstufe, wieder neue Leute, neue Freundeskreise, neue Möglichkeiten. Erster Nebenjob, das erste eigene Geld, erster Streit mit Natalie, ja schöne Scheiße. Das erste Mal gefickt von der Streife, ein ziemlicher Aufschlag für 5,5 Gramm. Und in den scheiß Proberaum bricht jemand ein und nimmt alles mit, was gerippt werden kann. Du strengst dich mehr an in der Schule, du willst niemals Sorgen ums Geld haben wie deine Eltern. Du willst einen Job am Guten, legst ein 1,8 Abitur hin und du belohnst dich im Anschluss daran. Geht es erst an den Strand und danach Amsterdam. Mit Freunden läufst du auf Magic Mushrooms, geängstigt von allem an den giftgrünen Krachten entlang. Und die Nacht wird noch lang, ihr trinkt und raucht und ihr schaut nach dem Fleisch, das in Schaufenstern ausliegt. Und du denkst an deine Frau und daran, wie es zwischen euch beiden aussieht, dass sie dir so vertraut wie deine eigene Haut ist, dass du
wenn sie sich auszieht, kaum noch was spürst, kein Kribbeln und keine Erregung. Und dir wird klar, was du ewig schon aufschiebst. Und für zwei deiner Jungs ziehen sich Vorhänge zu, doch du wirst das mit der Nutte lassen. Denn du hast Prinzipien, du bleibst Natalie treu und gehst heim zu ihr, um mit ihr Schluss zu machen. September-Sonne, du kommst vom Zivildienst, der Job ist okay. Meistens gibt's nur für 2-3 Stunden zu tun und du kippst viel und lässt es schön locker angehen. Noch so 10 Minuten bist du hier daheim und zwei türkische Muttis mit Kinderwagen nehmen vor dir den kompletten Bürgersteig ein. Im Laufschritt weichst du aus auf die Straße und Sekunden werden zu Jahren. Du hast dieses grässliche Quietschen im Ohr, eine Druckwelle schiebt sich wie durch deinen Körper, schwillt an, zieht deine Glieder empor. Dir zu eine Fläche von Schmerz, du strahlst aus von Rücken und Hinterkopf. Du zersplitterst, zerspringst, dann findest ein Brennen im Torso, so als ob du innerlich kochst. Und es wird schwarz um dich rum und doch sind da Bilder nur aus dem Gedächtnis. Ganz plötzlich von ganz hinten rechts im Schädel wird alles Gewesene wieder lebendig. Dein Leben endet nicht, es endet niemals. Der Zeitpunkt des Todes wird niemals erreicht. Jacob's Ladder ist eine Wendeltreppe und sie wächst in die Breite, je tiefer du steigst, spiralförmig. Millisekunden werden Millennien sein. Dein beschränktes Verständnis der Grenzen der Zeit wird Kenntnissen weichen, die kein noch lebendiger Mensch mit dir teilt. Du bist hundertfach alles das, was du jemals erlebt und gesehen und empfunden hast. Wiedererleben, sehen und empfinden von der Kindheit beginnt, bis der Bus dich erfasst. Immer wieder das Leben im Leben erleben, den Spiegel im Spiegel, mies und abüben. Die Binnenerzählung der Binnenerzählung der Binnenerzählung erzählen und hören. Immer wieder das Leben im Leben erleben, den Spiegel im Spiegel, mies und abüben. Die Binnenerzählung der Binnenerzählung der Binnenerzählung erzählen und hören.